Kroatien. Ein Land so vielfältig wie seine Landschaften. Schon ein Blick auf die Landkarte zeigt, warum der Balkanstaat auch das Land der 1000 Inseln genannt wird. Die meisten dieser wunderschönen schwimmenden Landmassen im Adriatischen Meer sind allerdings unbewohnt. Der Adriaküste schließt sich nach Osten hin das Dinarische Gebirge an, eines der höchsten und steilsten in ganz Europa. Im Gegensatz dazu findet sich im Norden und Nordosten des Landes die Pannonische Tiefebene, die auch noch weit hinter die kroatischen Grenzen reicht. Insgesamt hat Kroatien übrigens 5 Nachbarländer. Angefangen im Norden sind das im Uhrzeigersinn Slowenien, Ungarn, Serbien, Bosnien und Herzegowina sowie Montenegro. Im Südwesten der Pannonischen Tiefebene ist auch die kroatische Hauptstadt Zagreb zu finden. Mit einer Einwohnerzahl von 820.000 Menschen ist Zagreb auch die größte Stadt Kroatiens. Berücksichtigt man dazu noch die Vororte der Hauptstadt, dann leben in dieser Region Kroatiens über 1 Million Menschen, sprich circa ein Viertel der gesamten Bevölkerung. Schätzungen zufolge besuchen darüber hinaus jährlich eine ähnlich hohe Anzahl an Touristen die kroatische Metropole. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn die Hauptstadt des Landes hat wirklich viel zu bieten. Zu entdecken gibt es in Zagreb unter anderem zahlreiche imposante Kirchen, viele wunderschöne Plätze und Parks, sowie mittelalterliche Gassen in der Oberstadt und gemütliche Kaffeehäuser in der Unterstadt. Verbunden werden die beiden eben genannten Viertel übrigens durch eine der kürzesten Verkehrsstandseilbahnen der Welt. Das von den Bewohnern Zagrebs liebevoll Alte Dame getaufte Verkehrsmittel legt seit über 130 Jahren in circa einer Minute eine Strecke von 66 Metern zurück. Von einer der kürzesten Standseilbahnen kommen wir jetzt zur kleinsten Stadt der Welt. Laut dem Guinness-Buch der Rekorde liegt die nämlich auf der kroatischen Halbinsel Istrien an der nördlichen Adria und heißt Hrum. Bei der letzten Volkszählung kam das winzige Örtchen gerade einmal auf 30 Einwohner. Gegründet wurde die wortwörtliche Kleinstadt bereits im 11. Jahrhundert und besteht heute aus 2 kurzen Gassen sowie 3 Häuserreihen. Diese werden von einer mittelalterlichen Stadtmauer umschlossen. Seitdem das beschauliche Dorf mit einer Fläche von gerade mal 100 mal 35 Metern den Titel kleinste Stadt der Welt erhalten hat, ist Hrum zu einem beliebten Reiseziel geworden. In den Sommermonaten drängen sich hier normalerweise mitunter mehr als 500 Besucher pro Tag durch die engen Gassen. Das entspricht circa dem 16-fachen der eigentlichen Einwohnerzahl von Hrum. Noch mehr Touristen als in der kleinsten Stadt der Welt wird man wohl in Kroatiens flächenmäßig größten und zugleich ältesten Nationalpark finden. Die Rede ist von den Plitvicer Seen im hügeligen Karstgebiet Mittelkroatiens. Bekannt ist der Nationalpark für seine atemberaubende und sich ständig verändernde türkisblaue Seen- und Wasserfalllandschaft. Über 8 Kilometer erstrecken sich hier insgesamt 16 größere und kleinere Seen, die alle durch schäumende Kaskaden und unterirdische Wasserverläufe miteinander verbunden sind. Seit 1979 ist der Nationalpark Teil des UNESCO-Weltkulturerbe, eines von insgesamt 10 solcher Städten in Kroatien. Neben den Plitvicer Seen ist auch die Altstadt von Dubrovnik eines der wohl bekanntesten kroatischen Welterben. Besonders seitdem die schöne Stadt an der Adria als Drehort in der Fantasy-Serie Game of Thrones zu sehen war, ist sie unter Touristen noch beliebter geworden. Die Stadt Dubrovnik liegt in der geografischen und historischen Region Dalmatien. Der Name dürfte vielen bereits bekannt vorkommen, denn die wohl berühmteste kroatische Hunderasse ist nach diesem Gebiet benannt. Der Dalmatiner, bekannt für das weiße Fell mit den schwarzen oder auch braunen Flecken. Die Rasse zählt zur Gruppe der Lauf- und Schweißhunde, die sich besonders gut als Helfer bei der Jagd eignen. Dalmatiner sind aber auch exzellente Familienhunde, da sie ein sehr freundliches Wesen haben. Sie sind überaus sensibel, meist sehr verschmust und brauchen viel Bewegung. Die Haltung der durchschnittlich 60 cm hohen und rund 30 kg schweren Hunde hat in Kroatien eine lange Tradition. Hierbei muss allerdings einiges beachtet werden. Durch ihre Zucht haben sich bei Dalmatinern, wie auch bei vielen anderen Hunderassen, mit der Zeit verschiedene gesundheitliche Probleme eingeschlichen.
Besonders häufig leiden sie unter der Bildung von Harnsteinen. Mit einer gesunden Hundediät, ohne Rind oder Innereien, kann man dieser Erkrankung aber gut vorbeugen. Das typische Dalmatiner-Muster ist heutzutage auch in der Modewelt zu sehen. Doch das ist nicht der einzige Fashion-Trend, der aus Kroatien stammt. So ist bestimmt die Krawatte die wohl berühmteste kroatische Erfindung. Ihren Ursprung hat das Kleidungsstück, wie wir es heute kennen, im 17. Jahrhundert. In der Zeit des Dreißigjährigen Krieges schlossen sich die kroatischen Soldaten der französischen Armee an. Als Markenzeichen trugen sie ein Tuch um den Hals, das auf eine ganz bestimmte Weise verknotet war. Da die kroatischen Soldaten für ihre gute Ausbildung und ihr Können auf den europäischen Schlachtfeldern bekannt waren, dauerte es auch nicht lange, bis auch ihr modisches Accessoire großen Anklang fand. Von Frankreich aus verbreitete sich die Krawatte zunächst in Europa und schließlich in der ganzen Welt. Und wenn du mir helfen willst, dass sich auch meine Videos in der ganzen Welt verbreiten, dann abonniere doch jetzt meinen Kanal. Das würde mir echt enorm helfen. Vielen Dank und jetzt weiter zum nächsten Fakt. Eine weitere berühmte kroatische Erfindung ist die Meeresorgel in der dalmatinischen Stadt Zadar. Dabei handelt es sich um ein experimentelles Musikinstrument, das durch die Wellenbewegung des Meeres Töne erzeugen kann. Und das klingt wirklich einzigartig. Die Klänge entstehen dabei durch diese kleinen Öffnungen. Sie führen zu den 35 unter dem Bauwerk verlegten Röhren, die alle eine unterschiedliche Größe und Länge haben. Durch die Kraft der Wellen wird Luft in die Röhren gedrückt und mit dem Stein als Resonanzkörper entstehen so unterschiedliche Töne. Entworfen wurde die Meeresorgel von dem kroatischen Architekten Nikola Bašić. Mit dem Projekt sollte die Promenade der Altstadt aufgewertet werden, da nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg hier nur eine monotone Betonmauer errichtet worden war. Offiziell eröffnet wurde die Meeresorgel am 15. April 2005. Nur ein Jahr später wurde das innovative Bauwerk mit dem European Prize for Urban Public Space ausgezeichnet. Die Meeresorgel in Zadar ist nur ein Beispiel dafür, wie musikalisch kreativ die Kroaten sein können. Die Musiktradition des Landes ist überaus abwechslungsreich und von Region zu Region auch sehr unterschiedlich. So stammt zum Beispiel die Tamburica-Musik aus Slawonien im östlichen Teil des Landes. Sie basiert auf einem kleinen Orchester mit verschiedenen Saiteninstrumenten und volkstümlichem Gesang. Der Stil ist meist sehr locker und fröhlich gehalten, was Tamburica-Musik zu einer beliebten Wahl bei verschiedenen Veranstaltungen macht. Die kroatische Küste hingegen ist die Heimat der Klappermusik. Sie zeichnet sich durch mehrstimmige Gesangsgruppen aus, die durch ihre gut geübten Stimmen eine ganz besondere Atmosphäre erzeugen können. In Istrien im Norden des Landes ist nochmals ein eigener Volksmusikstil zu finden. Im Wesentlichen unterscheidet sich dieser von anderen Musikrichtungen an dessen Zweistimmigkeit. Darüber hinaus gibt es in Kroatien noch viele weitere traditionelle Stile in der klassischen Volksmusik und auch moderne Musikrichtungen wie etwa Pop, Rock, Jazz oder auch Techno haben lebendige Szenen. Musikalisch von Bedeutung ist für Kroatien natürlich auch die Nationalhymne des Landes. Sie heißt, und sorry für meine Aussprache, Lijepa naša domovino, zu Deutsch unsere schöne Heimat, und das klingt so. Auch vielen Nicht-Kroaten dürfte diese Hymne bekannt vorkommen, da sie natürlich bei vielen Sportveranstaltungen gespielt wird. Denn obwohl Kroatien gemessen an seiner Einwohnerzahl ein relativ kleines Land ist, so ist die Nation dennoch sportlich sehr erfolgreich. Vor allem bei Teamsportarten wie Basketball, Handball, Wasserball und allen voran natürlich Fußball braucht sich das Land auf der internationalen Wettkampfebene nicht verstecken. Besonders erwähnenswert ist hier die Zweitplatzierung der kroatischen Fußballnationalmannschaft bei der WM 2018 in Russland. Weniger gut lief es für die kroatischen Kicker allerdings bis jetzt bei den Europameisterschaften. Ihr bestes Ergebnis ist hier der Einzug ins Viertelfinale in den Jahren 1996 und 2018.
Kroatien ist nicht nur ein fester Bestandteil der Fußball-Europameisterschaft, sondern auch der Europäischen Union. Trotzdem hat das Land den Euro noch nicht eingeführt und setzt weiterhin auf seine eigene Währung, die Kuna. Den aktuellen Wechselkurs der beiden Währungen blende ich euch jetzt mal ein. Tatsächlich verpflichtet ein Beitritt in die EU zur Einführung des Euros. Allerdings bleibt den Mitgliedsländern dabei selbst überlassen, wann genau das geschehen soll. Vor einigen Jahren schien das für Kroatien aber noch unmöglich zu sein, da es viel Widerstand aus der Bevölkerung gegen die neue Währung gab. Mittlerweile geht das Land aber von einer Einführung des Euro im Jahr 2023 aus. Ob das aber wirklich geschieht, bleibt abzuwarten. Aber wäre das ein guter oder eher ein schlechter Schritt für Kroatien? Was meint ihr? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dass es auch ohne den Euro gut funktionieren kann, zeigen Nationen wie beispielsweise Polen und Tschechien. Auch über diese beiden Länder habe ich bereits Mini-Dokumentationen gemacht, die du dir jetzt anschauen kannst. Außerdem findest du auf der Endcard meine gesamte Länder-Fakten-Playlist und ein zufällig ausgewähltes Video von mir. Falls du dich für die Themen Reisen, Länder oder einfach für Kurioses aus der Welt interessierst, dann abonniere doch jetzt meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Lass mir auch gerne einen Kommentar und ein Like oder auch ein Dislike da, damit ich weiß, wie dir das Video gefallen hat. So, das war's jetzt von meiner Seite. Neuer Content kommt wieder in 2 Wochen. Bis dahin und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.